Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, mit den Worten aus dem 2. Korinther, Vers 17, grüße ich Sie herzlich zum Gottesdienst aus der Apostelkirchengemeinde Bonn, der zentral für den gesamten Kirchenkreis Bonn übertragen wird. An diesem dritten Sonntag nach Ostern, Jubilate, feiern wir, dass Gott uns auf den Weg gebracht hat, auf dem Weg des Lebens und des Glaubens, auf den Weg in Gottes Zukunft. Wir loben Gott mit Worten aus dem Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Wir beten. Barmherziger Gott, wir sind in deinem Namen versammelt, um uns an dich und an deine Taten erinnern zu lassen. Du hast die Meere der Angst geteilt. Du hast Halt gegeben auf schwankendem Boden und böse Stimmen zum Schweigen gebracht. Was wir heute hören, soll in unserem Alltag uns begleiten, soll uns über Abgründe tragen, soll uns Mut geben zu beherztem Handeln. Gott, was du früher getan hast, das tu auch heute, damit das Jubellied von einst auch zu unserem Jubel werde. Amen. Wir hören die Lesung des heutigen Tages aus Johannes, aus Kapitel 15, die Verse 1, 4 bis 6 und 8. Jesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Halleluja.
Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dieses kleine elektronische Gerät heißt Access Point. Access Point, dieses kleine Gerät wird in der nächsten Woche dort hinten in der Ecke bei uns in der Kirche installiert. Und dann wird auch in dieser Kirche hier WLAN sein. Also wird unsere Kirche auch ans weltweite Netz des Internet verbunden sein. Und wir werden dann auch hier aus der Kirche live Gottesdienste im Internet übertragen können. So wie in vielen anderen Kirchengemeinden auch schon, nutzen wir auch vermehrt das Internet und auch die Möglichkeit, Gottesdienste als Videokonferenz zu feiern. Am letzten Sonntag haben wir drüben im Gemeindehaus einen Gottesdienst in dieser Form gefeiert. Und es ist eine schöne Sache, weil sich dann auch die Teilnehmer einbringen können. Wir haben zum Beispiel die Fürbittengebete gechattet. Also konnte jeder dann erkennen, welche Gebete und welche Fürbitten wir miteinander vor Gott gebracht haben. Und nach dem Gottesdienst war es ein bisschen so wie auch beim Sonntagscafé. Es wurden dann alle Mikrofone geöffnet und jeder konnte dann so ein bisschen davon erzählen, wie es ihm geht und wo er sich so befindet. Und was sehr schön war, eine ehemalige Presbyterin war zugeschaltet, die zurzeit in Wien sich aufhält, in Österreich, bei ihrem Lebensgefährten und dort schon seit einigen Wochen ist und nicht mehr nach Deutschland kommen konnte oder wollte. Und sie hat sich sehr gefreut und war sehr berührt darüber, dass sie diesen Gottesdienst so aus der Ferne mit uns feiern konnte. Miteinander verbunden sein. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, die wir in der Kirche neu entdecken. Und tatsächlich bietet es auch neue Formen der Gemeinschaft. Miteinander verbunden sein,
Das macht von Anfang an die christliche Gemeinde aus. Nicht immer konnte diese Verbundenheit auch körperlich spürbar sein. So hat der Apostel Paulus über weite Entfernungen Kontakt gehalten zu den Gemeinden, die er gegründet hatte. Er hat ihnen Briefe geschrieben. Und so haben wir einen ganz wesentlichen Teil unseres Neuen Testamentes dem Umstand zu verdanken, dass da jemand den Kontakt nicht abreißen lassen wollte zu denen, die ihm ans Herz gewachsen waren, die aber weit weg von ihm waren. In einem seiner Briefe schreibt der Apostel Paulus über die enge Verbundenheit in der Gemeinde. Und dazu gebraucht er das Bild von dem Körper und den vielen Gliedmaßen. Alle sind miteinander verbunden. Wenn der Fuß schmerzt, dann spürt das der ganze Körper und leidet mit. Und wenn das Auge etwas Schönes gesehen hat, dann freut sich alle mit und teilen die Freude im ganzen Körper. In der Gemeinde sind die Gemeindeglieder zu einem Leib verbunden. Der Evangelist Johannes, wir haben es gerade in der Lesung gehört, malt uns ein anderes Bild vor Augen. Er malt uns das Bild vom Weinstock und den Reben vor Augen. Die Reben können nur wachsen und Frucht bringen, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So auch wir. Wir sind verbunden mit Jesus Christus. Seine Liebe ist in uns und wir tragen diese Liebe weiter in die Welt. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Sie trägt uns in Krisenzeiten und sie fördert das Gute und das Wertvolle in uns. Wir erleben in diesen Wochen und Monaten, wie wichtig für uns Gemeinschaft ist. Wie wichtig es ist, verbunden zu sein und verbunden zu bleiben mit den Kindern, mit den Eltern, mit der Nachbarschaft, mit den Freunden. Diese Verbundenheit kann jetzt nicht so erlebt werden, wie wir es bisher kannten und wie wir es schätzten. Sich besuchen, sich treffen, sich einfach mal in den Arm nehmen, miteinander lachen und auch miteinander freuen und auch weinen und sich dabei in die Augen schauen, das geht jetzt so nicht. Aber wir erleben auch neue Formen der Gemeinschaft und der Verbundenheit. Wir erleben, dass wir miteinander verbunden sind, auch wenn wir weit voneinander entfernt sind. Und manches von diesen neuen Formen der Verbundenheit wird sicherlich bleiben, auch wenn wir bald wieder öffentliche Gottesdienste feiern und uns in Gemeindegruppen treffen können. Wir sollten versuchen, und wir tun es sicherlich auch schon, diese neuen Formen der Gemeinschaft, die uns ja zum Beispiel auch das Internet bietet, als Bereicherung zu sehen. Aber vor allem, wir erleben, dass unsere Verbundenheit nicht steht und fällt mit unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Gott hat sich mit uns verbunden in Jesus Christus. Gott schafft eine Verbindung, die selbst der Tod nicht trennen kann. Diese Verbundenheit trägt und hält durch, auch durch Krisen hindurch. Wir sind verbunden in der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, sie verbindet uns untereinander und miteinander. Bleiben Sie verbunden. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, wir sammeln die Kollekte des heutigen Sonntages für die evangelische Jugend im Rheinland. Sie können gerne die Aufnahme unterbrechen und die Kollekten-Homepage unserer Landeskirche aufrufen, die jetzt auch eingeblendet wird. Und die evangelische Jugend im Rheinland, das sind ungefähr 120.000 junge Menschen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden, der Kirchenkreise, der Werke und Verbände in unserer Landeskirche einsetzen. Und dadurch bietet die Kirche nicht nur Angebote für junge Leute, sondern wird vielfach auch durch die jungen Leute mitgeprägt und mitgestaltet. Vergelt's Gott, spenden Sie reichlich und herzlichen Dank. Wir wollen gemeinsam für Bitte halten. Gott, wir möchten bei dir bleiben, du Gott des Lebens. Wir suchen nach Halt, nach der Kraft deines Wortes, nach dem Leben, das wir nun empfangen, wenn wir eingepflanzt sind in deinen Sohn Jesus Christus, der der Weinstock ist in deinem Weinberg. So bitten wir dich für die Menschen, die darunter leiden, dass sie keinen Kontakt haben dürfen zu ihren Liebsten. Wir bitten dich für die Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen. Wir bitten dich für die Patienten in Krankenhäusern. Wir bitten dich für die Großeltern, die gerne wieder mit ihren Enkeln und Urenkeln spielen würden. Wir bitten dich für die erwachsenen Kinder, die ihre alten Eltern wieder in den Arm nehmen wollen. Wir bitten dich für die Gemeindeglieder, die sich nach Gemeinschaft im Gottesdienst und auch beim Kaffeetrinken sehnen. Wir bitten dich für alle, die abgehängt und abgeschnitten sind vom Leben in Gemeinschaft. Schaffe du Gott Verbundenheit. Lass uns immer wieder neue Wege finden, miteinander verbunden zu bleiben. Stärke du unsere Gemeinschaft auch über Grenzen und große Abstände hinweg. Gott des Lebens, du lässt uns täglich wachsen und reifen, die wir von deiner Güte leben und von deiner Kraft gestärkt werden. Wir bitten dich, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns nicht losreißen von dir, der Quelle unseres Lebens. Lass uns auch mitten im Alltag Zeit finden für die Stille und das Gebet, für das Hören auf deine Stimme. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, mit den Worten, die uns miteinander und mit Gott verbinden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt denen, die verzagten Herzen sind, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott ist da. Er kommt und wird euch helfen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.